Das Auto passt da gar nicht. Also mein Auto würde gar nicht da durchpassen. Was ist das? So, heute wieder wandern. Naturpark Habichtswald, Parkplatz Bärenberg. Ich will das nur kurz aufnehmen. So, und wandern. Jetzt wandern wir zum Bärenberg. Hätte ja keiner geahnt, dass das hier so steil hochgeht, ne? Wir haben schon wieder den falschen Fremdenführer ausgesucht. Ja, scheiße, hätten wir mal durch die Aue wandern sollen. Ich bring dich um. Wo sind wir denn hier? Was machen wir denn hier? Ich könnte im Garten sitzen. Verstehst du das? Der Turm. Da ist er. Der Turm. Da kann man ganz weit in den Osten reinhören. Eloka. Zum Pityplatz. Elektronische Kampfführung. Die Minibrat ist aber schon der Platz dein, Mr. Bratschin. Ah, da ist der Turm. Wir haben es geschafft. Heißabfallgefahr, Vorsicht. Letztes Jahr im Sommer ist mir ein Cornetto Nuss auf den Kopf geballert. Junge, das war eine Beule. Ja, Heißabfall. Woanders wird's weggeschmissen und hier kriegst du es auf den Kopf. Ja, kommen Sie bitte runter, hier gibt's nichts zu sehen. Kommen Sie bitte alle runter von dem Turm. Ja. Und ab geht's. Strand am Horizont. Hier Emden, Aurich, da hinten aus nordwestlicher Richtung, da kommt das böse Unwetter. Besser ja. Ja, das ist ganz unschön, das Unwetter. Da steht er und hat Höhenangst. Das hat man nicht einmal runtergeguckt, aber was will er machen? Als dass wir die hin und her. So, hier geht's wieder runter. Also wenn ich das dann mit dem Screensaver. Aber am schnellsten geht's dann wohl hier runter. So. Runter. Das ist nicht lustig. Ich weiß nicht. Weil du da so lustig sitzt und spielst. Eisschlag. Ach, nie an, Mensch. Ja, die Natur hier ist wirklich herrlich. Was hier alles zu sehen gibt, das ist wirklich wunderschön. Also ja. Meistens. Die Ranger-Einheit bahnt sich ihren Weg durch den Dschungel. Ah, Pause, das haben wir uns verdient. Prost! Oh, weil es so schön war, sind wir jetzt nochmal auf den Schrecksberg oder wie das Biest hier heißt gefahren und müssen dann nochmal unbedingt hoch. Der Mike hat gesagt, nee, das war jetzt noch nicht so die Herausforderung heute, ich muss noch was tun. Und da oben soll es ja auch hier eine alte Burgruine geben und sowas, ne? Da müssen wir noch mal gucken. Da waren wir eben noch drauf. Da. Und jetzt sind wir schon wieder hier. So, jetzt guck mal hier. Da Specht. Schwarzarbeit. Mann. Schwarzspecht. Das Gelabere, ne? So Multikultiver und der Buntspecht. Boing! Quasi. Hey, erst noch Borkenkäfer, dann der Specht. Der Wald verreckt.
Ja, guck mal, hier war bestimmt ein Biber. Hier, da. Biber. Berg-Biber. Ja, Bergbiber. Da hinten gab es eine Wurzelbehandlung. Kuckuck. Kannst du. Oh, hier. Ganze Geröllfelder. Junge, was es alles gibt. Das ist ja Wahnsinn. Eine Kinderjunge. Ja. Da war bestimmt mal eine Burg und der Mike war schon mal da oben und hat die abgebaut. Ja, und so entstehen halt diese Geröllfelder. Ja, bei 30 Grad. Was haben wir denn da? Ein Ringwall, das sind altkeltische Zeugnisse. Ja? Hier mit Bank und Ceranfeld, wie die alten Kelten so waren. Also die waren schon sehr fortschrittlich. Wir hätten aber dann ein Holzzeranfeld. Ja, natürlich. Die reichen Kelten konnten sich sogar Marmorzeran leisten. Ne? Ja, du weißt schon, dass du auffällig bist. Ich weiß ja nicht, was der gerade denkt, ja. Was er spielt. Ja. Spielst du da? Ach, so langsam, wo wir hier seit Stunden hier, komm hier weg, hier vom in dem subtropischen Klima den Wald hochpilgern, kommt so ein bisschen das Gefühl auf, wie bei dem Dreh von Klaus Kinskis Fitzgeraldo. Du bist krank. Ja. Wenn du zu frech wirst, dann mach doch deinen Scheiß! Eigentlich ist der ganz nett. Im Moment, komm, wo ich dir in die Fresse haue. Ich war schlag ich in die Fresse. Ach, hör doch auf. Da sind wir. Der Turm. Da hat es Böse der Schreckenbergturm. 100 Jahre Schreckenbergturm. 100 Jahre. Da gehen wir jetzt hoch. So, gehen wir hoch. Und wenn wir unten sind, dann gehen wir wieder runter. Aber erst gucken wir rüber. So. Was ist hier? So. Hier geht's rein. Hier ist alles zu, Mann. Ich weiß nicht, ich guck mal, was da ist. Ja, ich hätte nur den Rucksack absetzen sollen. Hier gibt's Klon, ja. Scheiße! Den schenke ich den Garten, aber jetzt geht's nicht rein. Jan. Was ist ein Elend, wer denkt sich so eine Kacke aus? Rattenscheiße. Da oben mal offen. Jo. Ja, es lohnt sich. Ach du Scheiße. Lego mio. Ja. Kommt direkt aus der Unterwelt. Ja, wir haben da oben noch die Töpfchen, die haben von der Badewanne. Soll ich die holen? Weißt du, die Töpfchen? Ich bin schon mal 52. Aber scheiß drauf. Man lässt nur einmal im Jahr. Siehst du, was ein Zufall. Heute sagt der Mike, wir wollen hier einen Käse verkaufen. 4 Meter lang. Aber ich bin mit dem Segel sehr zufrieden. Verdammt, ich nur eins. Oh, hat's gelohnt. So, also da hinten sind wieder die Fischbrötchenstände vom Wald rum. Ja, okay, alter Hut. So, da haben wir den Hohen Dörnberg. Da waren wir ja damals drauf, an Vatertag. Da hinten in der Ferne sehen wir den Essigberg-Sendeturm. Da gehen wir aber nicht mehr hin. Wir wollen zum Ölberg. Essig haben wir jetzt genug. Und da hinten habe ich mir sagen lassen, das ist, Mike, was ist da hinten? Burg Hasung? Ja. Burg Hasung ist das wohl. Da hat auch der Carsten Köhler mal gespielt. Ein Riesenkonzert. Das ging damals, die Nord-Süd-Trasse zu verhindern. Wahnsinnsaufgebot. Es hat auch direkt funktioniert. Die Trasse wurde nicht gebaut. So, hier der Bärenberg. Da waren wir ja auch schon heute unterwegs. Und da hinten ist irgendwo Dortmund. Sieht man, da ist auch ein bisschen diesig. Ist im Pott immer so.
Da hinten ist dann der Mike. Ja, Essen. Essen auch ganz wichtig. Essen ist auch da. So, und hier haben wir einen Feuerkorb. Ne? Wie Alter? Alter? Alter! Da geht's ja ganz schön runter, du! Alter! Ja. Hey, du musst mal aufpassen, wenn du nachher den Film zusammenschneidest, da hinten ist die Autobahn, dass du die Kennzeichen pixelst. Ne? Ich will hier keinen Ärger kriegen. Weiß ich nicht. 10 Jahre. So, jetzt hier. Jetzt steige ich hier runter in den schwarzen Schlund. Hier geht es. Ja, toll. Unendlich tief nach unten. Kann passieren. Seltsame Gestalten winden sich über die Stufen. Ja, das ist nichts für Anfänger hier, das kann ich euch gleich sagen. Große Pool da steht, das da ist schon hier Hardcore, das ist schon schlimmer als Freeclimben das Matterhorn hoch, finde ich. Ja, und das war schon anstrengend, ne Mike? Ich erzähle keine Scheiße. So, wir machen ja alle Wanderungen ohne Sponsoring. Deswegen haben wir heute auch wieder Hasseröder Bier dabei. Ja! Und ich habe hier die in meinem Pack hier hochgetragen. Ja! Weil Thomas Weber von WHS Textildruck mir das T-Shirt gemacht hat. Aber kein Sponsoring, das ist alles hier phasenfrei. So, eins für den Mike, ein Hasseröder Premium-Pilz, auch für mich. Das habe ich übrigens bei Edeka Möller in Vellmar gekauft. Ne? Also das, finde ich, sollte man erwähnen. Zum Wohle! So, ich jetzt auch noch. Da. Regnet. Ja, hier im ewigen Urwald, im ewigen Regenwald hinter Zierenberg. Wir mussten jetzt auch unsere Schlechtwetterkleidung rausholen. Das Wetter hat etwas nachgelassen, aber das macht nichts. Wir sind gut gerüstet. Gorillas im Nebel. Ja, man muss auch immer wieder feststellen, wir haben ja erhöhte Waldbrandgefahr. Und das weitet sich mittlerweile auch aus. Wenn jetzt Corona-bedingt Lockerungen auftreten, dann darf man auch seine Lieblingsband nicht mehr anfeuern, weil die Gefahr zu groß ist, dass die Bühne brennt. Jetzt aber mal hier, ich krieg sogar ein Bier eingewischt. Jetzt aber mal ernsthaft hier, so an all meine mich liebenden Sklaven da draußen und die Sponsoren und sowas. Das war jetzt ganz lustig, mal hier so 2 Tage so durch die Wildnis zu laufen hier mit dem Mike und sich sein Essen in den Wäldern zu suchen und so. Aber das hört jetzt auf, das machen wir nicht mehr. Ne? Und auch diese ewigen Geldsammlungen da auch von Presse und Rundfunk und Fernsehen, das muss mal aufhören. Das schlaucht schon ganz schön. Also das, da hören wir jetzt auch mal mit auf. Also das machen wir nicht mehr. Okay.